Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains and World 4 hier auf meinem Kanal. Neue Strecke, neues Glück. Die Blackpool Branches ist endlich da, zumindest mal für mich. Ihr bekommt sie morgen im Laufe des Tages, die Konsolenspieler im Normalfall ab 10 Uhr. Die PC-Spieler sollten bis spätestens um 18 Uhr versorgt sein. Wer sich jetzt über die Uhrzeiten wundert, denkt dran, wir haben die Uhr zurück. Und da ist sie, Blackpool Branches, Preston, Blackpool und Ormskirk. Wir verschaffen uns mal kurz einen Überblick. Wir haben Fahrplanfahrten, 256 Stück. Und das sind die ganzen Maschinen, die wir hier haben. Die Class 08 ist wieder mit dabei. Das finde ich sehr geil. Da müssen wir auch nochmal eine Einführung spielen. Müssen wir alle Einführungen spielen. Links, ne? Das ist, da sind wieder ein paar dazugekommen. Und da bin ich ja konsequent, das wisst ihr. Die Class 20 ist mit dabei. Das finde ich großartig. Und dann haben wir hier halt den ganzen Kladderadatsch aus den ersten englischen DLCs. Und die Stenier ist mit dabei. Und da natürlich auch wieder eine Einführung. Sehr geil, oder? Ja, findet ihr wahrscheinlich nicht. Wir haben fünf Szenarien, die gehen 30 Minuten bis 1 Stunde 20. Gemischt so ein bisschen. Hier haben wir 47,4. Da haben wir die 142, die hat nur zwei Szenarien abbekommen und da einmal mit der 08. Und dann gucken wir uns nochmal kurz den Eisenbahnreisemodus an, damit wir ein bisschen Übersicht über die Strecke bekommen. 44 Sachen haben wir dort. Eine habe ich schon abgeschlossen, das ist die Class 08. Die machen wir aber trotzdem nochmal, weil ich die Medaille ja trotzdem brauche. Und ja, wir werden uns heute mit der Class 142 beschäftigen, aber bevor das da losgeht, gucken wir mal, was Just Trains aus den Streckeneinführungen so macht. Und da würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit der Streckeneinführung der Blackpool Branch. Und dann hoffe ich, dass wir sehr viel Spaß mit der Strecke haben wollen. Und dann haltet mal im Laufe der Woche nochmal die Ohren offen. Die Maintalbahn, wie sie heißt, auch immer heißt, die wird diese Woche vorgestellt. Das heißt, in den nächsten 2 bis 3 können wir dann auch mit der nächsten neuen deutschen Strecke rechnen. Und kurz vor Weihnachten gehe ich davon aus, wird dann der Bernina Pass auch kommen. Wo ich ja immer noch ein bisschen enttäuscht bin, mich aber trotzdem drauf freue. Ehrlich gestehen. Ich hoffe, dass der Allegra vielleicht auch ein bisschen seinen Weg in das Arosa DLC mit dem neuen Fahrplan finden wird. Da kommt ja auch nochmal ein bisschen Neues. Ja, dann lassen wir uns mal ein bisschen überraschen. Würde ich meinen. So. Ladezeit ist hier gerade ein bisschen länger. Das ist normal, wenn man DLC zum ersten Mal lädt. Was jetzt bei mir der Fall ist, auch wenn es nicht mehr als neu da stand. Da haben wir die Streckeneinführung. Fahrzeug finde ich ganz cool. Herzlich willkommen in der Preston Station, dem Herz von Blackpool Branches. Preston, Blackpool und Ormskirk. Die Strecke liegt an der West Coast Mainline auf halbem Weg zwischen London, Houston und Glasgow Central und ist ein wichtiger Bestandteil des Personenverkehrs zu dem berühmten und beliebten seeseitigen Urlaubsziel Blackpool sowie anderen Teilen des Landes. So, los geht's. Dort fehlt eine Streckenkarte. Bringen Sie das in Ordnung, wenn Sie schon mal hier sind. Die Texturen, die brauchen ein bisschen zum Nachladen. Oh, guck mal da, Telefonzellen. Aber wir gucken mal. Da fehlt eine Streckenkarte. Irgendwas hat es doch mit diesem Golfding auf sich. Habe ich doch fast gedacht. So ein Golfding steht ja nicht so aus Spaß. Also, Golftaschen gibt es zum Sammeln. Wir folgen mal den Pfeilen hier weiter. Und da haben wir die Streckenkarte. Die Strecke ist natürlich sehr interessant, weil wir hier... Es ist natürlich jetzt erstmal interessant, dass wir hier verschiedene Äste haben. Finden wir hier oben, wenn ich mich nicht irre. Wenn das denn so ist, weil wir sind jetzt in Blackpool. In Preston sind wir jetzt. Steyrbeck, Kirkham. Müsste eigentlich dieser Ast hier sein, ne? Aber da fehlt mir dann irgendwie hier oben noch was. Dieses kleine Stück hier nach Burnace. Aber das ist hier auch ausgegraut. Also gehe ich mal davon aus, dass wir da nicht fahren können. Da haben wir eine kleine Notiz. Ja, nicht so wichtig. Wir gehen weiter hier. Laufen wieder durch einen halben Bahnhof. Also Sandburgen, Lebkuchen, Golftaschen und... Streckenkarten haben wir zu sammeln. Kiesanfall gehabt. Bei der Einführung. Natürlich muss das bei der Einführung sein. Nehmen Sie Platz, wo immer Sie wollen. Fahrzeug gefällt mir. So, ja, wie komme ich da rein? Ui. Uiuiui. Uiuiui. Die Eisenbahn ist kaputt. Ist das nur bei der Tür oder ist es bei allen Türen? Nein, ist bei allen Türen. Oh je.
Oh je. Okay, das ist schon mal schlecht. Würde ich jetzt mal meinen. Also wir setzen uns mal hier ans Fenster. Dann lassen wir uns mal ein bisschen was erklären. Schade, dass es diese Videos zu den Strecken nicht mehr gibt. Trains in World 1, 2, 2020 noch da waren. Seit irgendwann Trains in World 3 hat es ja aufgehört mittendrin. Unsere Reise beginnt in Preston, dessen Station 1838 eröffnet wurde. Als Teil der West Coast Mainline von London nach Glasgow ist dieser Bahnhof ein zentraler Knotenpunkt für ganz Nordwestengland. Es verbindet Orte wie Col und Ormskirk mit den großen Städten wie Glasgow und London, sowie weiteren Städten. Züge von Preston nach York gehören ebenfalls dazu. Nichtsdestoweniger verlässt ein Großteil der Züge die Station Richtung Manchester über Bolton. Oh, was passiert jetzt? Blackpool hatte einst drei Bahnhöfe, Blackpool North, Central und South. Blackpool Central wurde 1964 geschlossen. Nichtsdestotrotz können Sie Blackpool North und Blackpool South weiterhin erkunden. Früher besser bekannt als Blackpool Talbot Road, ist Blackpool North heute der Hauptbahnhof der Stadt. Früher hatte der Bahnhof 16 Bahnsteige, die allerdings auf nunmehr 8 Stück reduziert wurden, als der originale Bahnhof abgerissen und an seiner jetzigen Position neu errichtet wurde. Blackpool South hingegen, früher bekannt als Waterloo Road, ist der einzige Bahnhof am Süden der Stadt, nachdem Central Station 1964 geschlossen wurde. Ah, ganz viel Erklärung hier zum Bahnhof. Dieser Triebzug ist ein British Rail Class 142 dieselmechanischer Triebzug in Provincial Blue Lackierung. Die Class 142, vielen Eisenbahnfreunden auch als Pacer bekannt, wurde zwischen 1985 und 1987 eingeführt. Insgesamt 96 Einheiten wurden gebaut. Die Baukosten des Zuges sollten so niedrig wie möglich liegen und daher hat dieser das Design eines Omnibusses. Der Pacer hat keine Drehgestelle und die Achsen sind direkt an das Chassis angebaut, sodass sich aus der Konstruktion einige interessante Fahreigenschaften ergeben. Keine Drehgestelle? Neben der Class 142 werden Sie auch die Diesellokomotive der BR-Class 47 und die BR-Class 08, die als Rangierlokomotive eingesetzt wird, fahren. Diese Lokomotiven werden Ihnen eine Menge an unterschiedlichen Erfahrungen bieten, wie zum Beispiel Personen-, Güter- und Postzüge. Ja. Geben Sie die Geschwindigkeit vor und genießen Sie die Reise durch eine Anzahl wechselnder Landschaften von regionalen Eisenbahnreisen in Train Sim World. Sie können zum berühmten Urlaubsort Blackpool fahren, Richtung Süden die schöne Landschaft um Ormskirk entdecken oder die nur für Güterzüge vorgesehene Strecke nach Burnleys nutzen. Was ausgegraut war, oder? Halten Sie Ausschau nach den vielen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel dem weltberühmten Blackpool Tower, dem Blackpool Pleasure Beach oder sogar der St. Walburg Kirche in Preston. Richtung Süden erwartet Sie das Ribble Viadukt und die Ainscough Mühle. Außerdem werden Sie entlang der Strecke markante Stellwerke und unverwechselbare Bahnhöfe sehen. Ich bin da gar nicht drin. Willkommen auf den Blackpool Branches. Lassen Sie den Spaß beginnen. Soll das die Strecke vielleicht sein? Wir werden es herausfinden. So, das war die Einführung zu dieser Strecke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns um 17.30 Uhr mit der Einführung zur 142. Und dann dürft ihr um 18 Uhr natürlich mit dabei sein, wenn wir das erste Szenario fahren. Und um 19 Uhr schauen wir uns das Ganze dann im Livestream nochmal zusammen an. Wenn ihr damit dabei sein wollt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ihr dürft natürlich sehr gerne auf den Discord kommen. Der Link ist dazu wie immer in der Videobeschreibung versteckt. Instagram ist dort auch versteckt, könnt ihr auch draufklicken, wenn ihr lustig seid. Und für alle von euch, die mich unterstützen wollt, Mitglied werden ab 99 Monat. Und hoffe ich, ihr habt jetzt noch einen schönen Abend und ein gepflegtes Reingehauen von mir. Tschüss!